So, Freunde, es ist soweit. Die Kugel von der Kirschow ist soweit fertig, eingesprüht mit Farbe, hitzefester Farbe. Und ja, die muss eigentlich nur noch erhitzt werden, eingebrannt werden. Und das mache ich doch ganz gerne selber. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz hin und schauen uns die Kugel noch mal genau an. Also ich habe die Kugel ordentlich stabilisiert. Da wackelt und tut sich nichts mehr. Außer vielleicht unten die Rollen ein bisschen, aber das ist lächerlich im Gegensatz zu vorher. Der Aschefangkübel unten drin kann man ja sauber herausnehmen, das habe ich ja schon gezeigt. Ein Gitter habe ich jetzt von mir, von meinem reingelegt. Ganz einfach, dass wir das Ding jetzt endlich fertig machen können. Lüfterrad voll auf. Ja, die ganzen Schweißstellen, wo eben nicht mit Edelstahl geschweißt worden sind, eben alle, ja, einmal mit hitzefester schwarzer Farbe eingesprüht, innen drin. Und ich würde mal sagen, jetzt gucken wir, das ist Holz, dass wir hier noch einen schönen Anzünder bekommen, um das Holz ordentlich anzufeuern. Aber hey, genau dazu ist mir gerade was eingefallen. Moment, ich stelle mal die Kämmschau aufs Stativ und dann hole ich euch wieder dazu. Dazu brauche ich aber sicherheitshalber einen Handschuh. Und ich habe da noch so einen ölverseuchten Fetzen. Und mit denen feuern wir den Grill an. Ich hole ihn mal. Tja, dieses Speiseöl getränkte etwas hier nehmen wir ganz einfach, um den Grill schön anzufeuern. So. Gleich noch ein bisschen Kleinholz drauf. Ich glaube, die drei Scheitel, ja, ein Scheitel können wir noch quer drauflegen. Das lassen wir dann schön runterbrennen. Und dann sollte die Farbe auch eingebrannt sein. Hey, aber jetzt fällt mir noch was ein, was wir noch als Brandbeschleuniger nehmen können. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Sachen vom Taki? Das Pommesgrillgewürz und so, wie das gebrannt hat. Ich habe doch noch den Liquid Smoke. Also probiert habe ich den schon, kommt geil, aber irgendjemand hatte gesagt, das könnte auch ein geiler Brandbeschleuniger sein und das probieren wir heute nämlich noch aus. Gehen wir näher hin. So, und den träufeln wir da jetzt drüber. Dann lassen wir den ein bisschen einziehen. Und dann gucken wir, was passiert, wenn wir es anzünden. So Leute, ich habe die Cam mal mit Sicherheit oder in Sicherheit gebracht, ein bisschen weiter weggestellt, weil dem Zeug vom Taki vertraue ich mal nicht so ganz. Feuerzeug geht und ja, jetzt probieren wir es mal. Ha, Gott, Sakramente, fix, Halleluja. Taki, dein Liquid Smoke? Das ist ein geiler Brandbeschleuniger. Sapperlot. Nee, ich sage jetzt dazu nichts mehr. Wir schauen uns jetzt einfach in Ruhe die Flämmchen an. Tja, der letzte Fetzen verbrennt. Unten läuft noch das überflüssige, restliche Speiseöl raus. Dieses Mal Gott sei Dank nicht auf meine Terrasse. Ja, und so lassen wir jetzt die Kugel schön vor sich hinbrennen, bis sie von selber ausgeht. Und ja, dann wäre sie soweit endgültig fertig.
so dass sie Johnny und Co. abholen können. Ja, und das kann wieder dauern. Das weiß ich ja jetzt schon. So Leute, für mich wäre das jetzt mit der Grillschokugel beendet. Und jetzt müsst ihr alle bei den Videos von der Grillshow darunter posten, dass sie endlich ihre Kugel abholen sollen. Ja, sonst müssen wir da noch ewig drauf warten, bis es da wieder mal gescheite Videos damit gibt. Besonders bei mir, weil hier müssen sie ja was Leckeres machen. Ja, also Johnny und Co. Gas geben. Leute, das war dann das letzte, ja eigentlich das vorletzte Video dieser Grillshow-Weberkugel-Umbauaktion. Das letzte Video wird es dann sein, wenn sie sie abholen. Tja, kommentiert bei denen unter die Videos, dass sie das Ding abholen, damit es ganz schnell geht, dass ihr wieder was zum Sehen bekommt. Leute, ich bin raus. Das Ding brennt von selber. Also dann, Tschaikowski.